Uns ist das Aggregat kaputt gegangen, das wird gerade repariert, deswegen gehen wir jetzt erstmal so los. Wir marschieren gleich hinter dem NSA-Fahrzeug hinterher und benutzen bitte nur eine Spur. Also das heißt, damit die Burgestra mit dem Bus an uns vorbeikommt, gehen wir ganz links. Die Ordner bitte dann an der Auswand gehen, damit der Linienbusverkehr an uns vorbeikommt. Ich bedanke mich erstmal schon mal, dass alle hier sind und hoffe, dass das alle gar gleich fertig ist und wir Musik haben. Ansonsten wünsche ich uns viel Spaß. Ich danke Bochum und ich danke dem Revier für dieses klare Zeichen, das wir heute gesetzt haben gegen Überwachung, gegen Prison, gegen Tempora und für die Freiheit. Erst seit einigen Wochen ahnen wir in Umrissen, wie in welchem Umfang wir überwacht werden. Das haben wir einem Mann zu verdanken, der mutig gewesen ist, um zu sagen, was Sache ist, Edward Snowden. Dieser Mann ist kein Verbrecher, wie er dargestellt wird. Er ist in Wirklichkeit ein Held, der für die Freiheit kämpft und der insbesondere für die Grundrechte kämpft, die unsere Politiker in unserem Grundgesetz immer so loben, allerdings nur in Sonntagsreden und nicht dann, wenn herauskommt, dass diese Grundrechte mit Füßen getreten werden. Eine Überwachung vom Ausmaß Prison und Tempora demontiert den Kern unserer Verfassung schlechthin. Denn, das müssen wir langsam alle erkennen, wer nicht unbefangen kommunizieren kann, der kann auch nicht frei leben. Das ist eine Wahrheit, die den Leuten, die jetzt das alles verharmlosen, ins Auge gesagt werden muss. Ohne die Freiheit, unbefangen zu kommunizieren, ist alles nichts. Und damit, liebe Zuhörer, ist auch das einzige Supergrundrecht angetastet, das wir in Wirklichkeit haben. Das einzige Supergrundrecht, das es bei uns gibt, ist, Überraschung, nicht die Sicherheit. Dieses angebliche Supergrundrecht auf Sicherheit wurde erfunden von Otto Schily, dem SPD-Innenminister damals, als der die Otto-Kataloge herausgegeben hat. Und es wurde jetzt aus aktuellem Anlass Raubmord kopiert von einem Innenminister, dem nichts anderes einfällt, als vor seinen Worten noch nicht mal in unser Grundgesetz zu gucken und zu sehen, wie die Rechtslage bei unserer Verfassung ist. Tatsächlich ist die Menschenwürde nämlich das wirkliche Supergrundrecht, das wir haben. Da sind sich alle ernsthaften Juristen einig. Jedenfalls außerhalb und niemand, weder im Inland noch im Ausland, darf die Bürger dieses Landes zu einem permanenten Datenstrippis zwingen. Alles andere demontiert schlichtweg unser Grundgesetz. Und das kann man nicht oft genug wiederholen. Soweit, liebe Zuhörer, der Befund. Aber was machen wir denn damit? Uns wird doch vorgeworfen, wir machen einen Sturm im Wasserglas. Der häufigste Einwand, den wir hören, ich habe doch nichts zu verbergen. Jedem, der sowas sagt, frage ich immer, würden Sie auch nackt auf die Straße gehen? Würden Sie das wirklich machen? Wer von euch würde das machen? Ich würde es nicht machen, ihr würdet es nicht machen. Und die Leute, die uns sagen, wir haben ja nichts zu verbergen, würden es auch nicht machen. Ein Wort noch dazu, wieso viele denken, dass die ganze Geschichte sie nicht betrifft, weil sie eben nicht auf Facebook sind und weil sie nicht online sind. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der zum Beispiel gesagt hat, ja, ich weiß doch gar nicht, um was es geht, ich bin nicht online, ich habe mit diesen Dings nichts zu tun, mit eurem Neuland. Was ist denn aber tatsächlich? Ich habe ihn gefragt, die NSA schnorchelt deine Daten ab, die dein Arzt über dich gespeichert hat. Die meisten Ärzte, machen wir uns nichts vor, benutzen keine Datensaves und besondere Vorrichtungen. Sie benutzen heutzutage Dropbox, wenn sie Kopien für Krankenkassen und andere Institutionen zur Verfügung stellen. Da hat mein Gesprächspartner etwas geschluckt, denn er hat gesehen, dass auch seine Daten eine Rolle spielen. Nämlich diesen schönen alten Spruch, private Daten schützen und öffentliche Daten nützen. Im Moment haben wir eher das Umgedrehte. Man nutzt die Daten von den Bürgerinnen und Bürgern, aber die öffentlichen Daten, ja, da kann man sich hin und wieder auch mal ein bisschen Zeit lassen. Deswegen kam Open Ruhr hier irgendwie zustande. Ich habe als Leitfrage ein bisschen diese provokante Frage, Überwachung in diesem Neuland, wen interessiert das eigentlich? Punkt 1, Überwachung.
und vor allem anlasslose Überwachung. Wir wissen genau, Überwachung verändert das Verhalten eines Menschen. Aber um einen Schritt weiter zu gehen, anlasslose Überwachung bedeutet, dass man jeden erstmal Verdacht stellt, um dann irgendwelche Daten abzuschnorcheln. Außerdem haben wir dann noch so irgendwie was wie einen Rechtsstaat, habe ich mal gehört. Gerade die Menschen, die jetzt hinter dieser Abschnorchelungsaktion stehen, die legen besonders viel Wert darauf. Dabei ist in diesem Rechtsstaat doch eigentlich festgelegt, dass man gewisse Aktionen, die gegen Gesetze sind, nicht machen soll. Aber ich bitte euch, das Grundgesetz sagt sehr klar aus, was machbar ist und was nicht. Und dass dieses Supergrundrecht nicht existiert, gut, das haben die Vorredner bereits erledigt. Dann auch das Thema Vorratsdatenspeicherung gehört da rein. Und das ist eine ganz konkrete Sache, die in den nächsten Wochen auch sicherlich noch weiter diskutiert wird. Weil das ist nichts anderes als Vorratsdatenspeicherung. Nur nicht von deutschen Behörden durchgeführt, sondern von der NSA. Und die deutschen Behörden holen sich die Daten dann halt. Irgendwie, wenn wir gegen Vorratsdatenspeicherung sein wollen, dann sollten wir das auch konsequent sein. Und Punkt 2, Neuland. Es geht doch nicht um Neuland. Auch wenn das ein schöner Spruch ist, der hier sehr verbreitet ist und der dann irgendwie so die Gruppe formt. Es geht nicht um Neuland. Es geht auch um Briefe, es geht um Faxe. Und da kam ja der Witz auf, jetzt müssten die Politiker endgültig interessiert sein. Es geht aber auch ums Telefon, weil Voice over IP ist nichts anderes als Internet. Und, sorry, Botschaften, die überwacht werden, haben auch nichts mit Neuland zu tun. Das ist ein diplomatisches Desaster, dass dann die EU-Botschaft überwacht wird, weil, ja, man könnte ja auch mal dort was abschnorcheln, nicht? Es ist allerdings vor allem auch ein Kommunikationsproblem von uns. Von uns als Neulandbewohner, wie wir uns so nennen. Denn man hat allzu oft diese Argumentation, dass in diesem Internet 2-3 E-Mails gelesen werden, ist doch egal und außerdem hat man doch eh nichts zu verbergen. Udo hat gerade eben schon sehr schön dargelegt, warum das anders ist. Nein, verdammt nochmal. Es ist ein Problem für den Rechtsstaat, es ist ein Problem für die Demokratie und es ist vor allem ein Problem für unsere Freiheit, weil Menschen unter Beobachtung und unter Überwachung sind einfach nicht frei. Und daher, Kommunikation erklärt es nicht innerhalb der Netzcommunity, erklärt es bei der Kasse von Ikea, erklärt es bei der Kasse von Edeka. Dort sind die Leute. Die CDU hat immer noch 43%. Weil sie weiß, es interessiert ihre Wähler nicht. Genau das müssen wir ändern.